Wagner. Oh, what? What? Alter! Bin unterwegs, Moment! Ich konnte ihm nicht ausweichen, ne? Das verfolgt dich. Hey, schon wieder! Schon wieder! Also, nur so, wenn du gerade nichts zu tun hast, ne? Okay. So. Wir müssen mal zuerst die Scheißviecher totbringen, weißt du? Sonst wird das überhaupt nichts mehr. Wahnsinn. Wo spawnen die nochmal? So, die mit dem Scheiß. Alter, das ist das. Ach, da links kann man dem Scheiß ausweichen. So. Ja, ich dachte, der Boomerang-Typ ist schon scheiße, aber das ist ja... Okay, wenn es mit Einfrieren nicht geht, dann probiere mal hier einfach wie blöd drauf zum Schießen mit die Feuerpfeile. So, er muss tot. So, und jetzt schnell weg. Geh einfach mal runter, bitte. Danke. Das ist doch scheiße. Okay, es muss auf alle Fälle immer wir am Leben bleiben, weil sonst wird das nichts. Nein, geh weg, geh weg, geh. Man stirbt da halt so schnell drin. Ja, ich bin tot. Ja. Ja, mega. Also ganz im Ernst. Wer hat sich so, ne? Ja, es soll halt eigentlich ein Rätselspiel sein, ne? Und nicht so, wir ballern euch tot mit allem, was geht. Bossfights ausgedacht. Wo bin ich? Du bist tot. Du hast halt keine Chance, dem auszuweichen. Irgendwie. Also, es muss ja irgendwie sowas wie ein Safe-Spot geben. Gibt's aber nicht. Bin mir noch nicht sicher, warum steht der Sarg in der Mitte? So. So, jetzt den Penner hier umhauen. So. Ja, eins der Viecher ist tot. Ich bin tot, ich bin... Oh. Ja, ich will nur kurz was ausprobieren. Ich weiß, dass ich gleich stirbt, aber ja. Egal. Ich wollte nur ausprobieren, ob wir die Flanken beschützen. Tun sie aber nicht. Wie bist du aus dem Ding rausgekommen? Wart, überleb einfach nur. Ja, ich versuch's. Geh weg. Also ich kann das für circa 5 Sekunden mit einem Schild blocken. Ja, warum treffe ich euch nicht? Achtung, Viechchen hinter dir. Das artet richtig in Stress aus, das Game, ne? Ja. Die Spieluhr, die Cornelius und ich finde es halt so schade, dass die Story einfach null Sinn macht. Die Spieluhr, weil sie war verflucht. Und jetzt sind wir's.
Von der, oder täusche mich da, aber die Story von den anderen Trying Games, die war doch wesentlich besser und nicht so irgendwie, ja, da träumen wir jetzt alle mal. Das sieht auf jeden Fall. Aus. Rodolphus, die Spieluhr? Er ist beschäftigt. Achso, warte. Kann ich da raushauen hier? Achso, dann kann ich das theoretisch hier drunter stellen, dann können wir da einfach hoch. Aber es. Oh Gott. Wie? Also. Wie soll ich die beide. Es geht ja gar nicht. Ja, vor allen Dingen ist da noch eine dritte. Wo ist nur eine dritte? Hier unten ist eine. Oh Gott. Und also oben die, sind zwei. Die zwei sind kein Stress. Wir wollen mir die. Ich komme überhaupt nicht zu. Ah! So. Ah, okay. Ich brauch von dir hier ein Schild, hier oben wo hinspringen und hier unten ein Schild. Da müsst's gehen. Na, Schmarrn. Einfach nur hier irgendwo ein Schild. Und die Kiste muss mal weg. So? Mein Plan wäre gewesen, dass ich so hochschieße. Ah. Willst. Oh, ob das geht? Versuch mal, schieß mal. Es muss weiter hoch, das Schild. Ja, ich bin dabei. Schieß mal, geh mal links zur Kiste und schieß mal gerade auf mich. Spring mal. Ja, ich muss. Komm mal. Sonst. Nee, ohne die Kiste, glaube ich. Geh mal hier nach ganz links, hier hin. Und dann schieß mal einfach gerade. Nochmal. So. Okay. Jetzt muss ich da nur irgendwie wieder hochkommen. Ja, mach schon. Wann hat das jetzt? Ja, blöd. Das ging doch gerade. Aha. Wenn Rodolphus recht hat, ist Cornelius Spieluhr die Wurzel allen Übels. Dann müssen wir sie finden und zerstören. Aber wie? Ja, Story, whatever. Wir sind körperlich ja nicht hier. Wo auch immer hier ist. Vielleicht hat Celius eine Idee. Oh, nicht so gut, nicht so gut. Oh, das ist wieder zugegangen. Ach, beide tot. Aber kann ich da nicht einfach so Eisenkugel machen? Reicht es? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sterbe ich gleich wieder. Ja, das reicht bei weitem nicht. Hä? Ach, das geht so tief. Eine Kiste hier vorne aufs erste drauf. Na, warte mal. Kommt sofort. Reicht es, wenn die in der Mitte sind, beide? Nein. Nee, das linke muss ganz runter, dann geht das Ding in der Mitte hoch. Okay. So. Jetzt die Frage, ob die Kiste ausreicht. Ja. Jo. Und dann? Nein! Springen und anstürmen wäre es gewesen, glaube ich, bei dir.
Das kann sein. Oder warte mal. Jo, das funktioniert. Habt ihr euch je gefragt, wovon Katzen so träumen? Nö. Tja, das ist eine mögliche Antwort. Aha. Warum liegt der Baumstamm da? Welchen Sinn macht der? Da war einfach nur was drunter versteckt. Top Secret. Alles klar. Aber wie bewegen wir jetzt den? Ach, wahrscheinlich mit dem Ding da oben. Na? Ja. Ich wollte es so nicht. Jetzt. Jupp. Also, jetzt brauche ich hier wahrscheinlich... Ja, schieß mal. Kampf. Ja. Oh nein, die scheiß Drachen. Hier ist nicht mal mehr eine Kiste, der mal ausweichen kann. Überleb einfach nur, ich bin eh gleich wieder hergestellt. Oder so. Ich brauch Eispfeile. Geh weg. Ah, ja. Geh weg. Ein Drache ist down. So, jetzt sollten wir uns ein bisschen verteilen. War einfach als der Kampf davor. Mhm. Wir sind mal total mit koordiniertem Chaos da durchmarschiert jetzt, ne? War doch super. Hier unten ist ein Secret. Secret. Haben will. Ach, ist nur so eine ja, ja. EP-Kugel. Ja, wurscht. Mir jetzt tatsächlich mittlerweile egal. Normal sammelt immer alles ein, aber